Gut, und das hier ist Level 2. Der nächste Cooperling. Das ist Morten, glaube ich. Ja. Und wir speichern. Natürlich speichern wir. Sehr gut. Okay. Gut. Das war noch nicht Level 1, denn eine Sternmütze fehlt noch. Deswegen. Zack. Zack. Noch einmal. Level 1. Welt 1. Helfen wir dem. Ja, wir helfen dem Totma. Er hat's verdient. Einmal. Einmal ist kein Mal. So, aber diesmal Schnelldurchlauf. Vielleicht kriegen wir hier auch gleich mein Upgrade. Das, was ich möchte. Ah, das ist das Falsche. Wo? Zum Teufel. Na? Ist hier der Tod drin? Nein, kein Tod. Na los. Wo? Zum Teufel bist du. Ich hör's. Hier? Ha! Versteckt haben sie ihn. Nein, hörst du wohl. Toll. Super. Geiler Anfang. Gleich erstmal klein gemacht. Okay. So. Nein. Hier dürfte eigentlich groß werden. Das wäre schön gewesen. Na, ah, auch nicht. Wo ist denn zum Teufel die tolle Fliegeblume? Na, diesmal. Nein, 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 Tod. Nein. Ich will beides. Yay. Unbesiegbarer Tod. Uhu. Und ja, nicht weggehen. Yay. Gut. Uhu. Ah, ich hab die andere Musik bekommen, weil ich glaube, die Zeit war irgendwie besonders, keine Ahnung, 222 oder so. Und deswegen gibt es ein extra Bonus, super Special Pilzhäuschen für mich. Aber das bringt mir doch eh nichts. Ich kann doch kein Minispiel. Ich krieg das doch nie hin. Power-Up-Tafeln. Nicht diese zwei. Ich weiß. Yay! Den ersten habe ich schon mal. Yay! Es ist so schlimm. Ich bin verflucht. Ich sag euch, ich bekomme nichts. Ja, danke, danke. Beim nächsten Mal. Ja, gut. Nichts aus dem speziellen Sonderpilzhäuschen gemacht. Die besondere Abzweigung suche ich irgendwann mal nochmal. Da muss ich jetzt nicht Ewigkeiten das Level durchsuchen. So, dann schauen wir doch mal. Items. Und Fliegenpilz. Und rein da. So. Das sollte mir das Ganze etwas leichter machen. Jetzt mal aufpassen, dass ich nicht verliere. Hops. Und da ist unsere Münze. Gut. Konnte man jetzt irgendwie das Level verlassen? Möchte es jetzt wirklich gehen, zur Karte zurückkehren? Okay. Werden dann die Münzen gespeichert? Ich weiß es nicht. Nein, werden sie nicht. Ich denke, ich muss mindestens bis zur Hälfte kommen. Okay. Dann machen wir das nochmal. Bis zur Hälfte sollte ja kein Problem sein. Vor allem nicht mit fliegenden Pilzen. Uhu. So, nur aufpassen auf die Hotheads, Podobos, je nachdem, wie welches Mario-Spiel man nun am meisten gespielt hat. Ich glaube, die meisten nennen sie Podobos. Bin mir nicht sicher. Es gibt, glaube ich, noch einen dritten Namen, den ich vergessen habe. Los, weiter. Na, warten, warten. Nein! Verdammt. Einmal zu weit nach hinten gedrückt. Ja. Das hat super funktioniert. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Ja. Zur Karte zurückkehren. Und gespeichert? Na! Verdammt, ich muss komplett durch.
Okay, das Ganze nochmal. Da, gut, dass ich den Anzug behalten habe. Hätte ich nicht gedacht. Ups. Gut. Ich werde immer besser. Jetzt geht's schon einfach so im Mitnehmen. So, weiter, 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 weiter. Warten. Und weiterhangeln. Oh, Mario muss eine unglaubliche Armkraft haben, denn ich kann Jahre hier verbringen, an einem Arm hängen. Und der Propeller dreht sich, des Teletubby-Anzugs. Kein Propeller mehr. Oh, Mario traurig. Zack. Wenigstens brauche ich den Bosskampf nicht nochmal machen. So, weiter, 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 weiter. Hier halten wir ein Stück weiter. Hm. Okay, diesmal sind sie alle drei in einer Reihe und nicht total asynchron. Gut, und durch. Okay. So, Hälfte erreicht. Zack. Und, wow, 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 das war dumm. Oh, ich kann mich ja beeilen, stimmt ja. Ich kann ja auch sprinten. Dedim. Okay. Aber der erste müsste jetzt gespeichert sein. Hä? Was ist das denn? Ich habe ihn ausgegraut bekommen. Das heißt, ich bekomme ihn, wenn ich jetzt bis zum Ende durchkomme, oder wie? Cool, probieren wir es mal. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Hack so neu ist. Keine Ahnung. Mal gucken. Machen wir das Schloss noch einmal zu Ende. So. Wir starten ja gleich wieder hier. So. Und los, Mario. Aber schon schlimm, wenn man hier einmal getroffen wird, sofort in die Lava und möp, möp. Versuch's noch einmal. Viel Glück beim nächsten Mal. Ups. Bodebo. Okay, Hilfe. Na, halt dich ja fest, Mario. Halt dich ja fest. So, schnell. Und schneller. Und noch viel schneller. Und runter. Huch. Ah, toll. Ich wurde überrascht. Gut, wir nehmen noch das Power-Up mit. Bis nächste Mal. Und raus hier. Na, muss ich den Boss nochmal besiegen? Nö, ich glaube nicht. Doch? Wer hat dich wiederbelebt? Na. Okay, das Ganze nochmal. Mal gucken, ob es nochmal so glatt läuft. So, und hops. Und drüber. Und drüber. Und kurz warten und... Na komm. Wieder hops. Ja, es geht, es geht. Einmal noch. Sehr schön. Uhu. Und mein Schlüssel. Und wir haben alle Sternmünzen in der ersten Welt komplett. In another Super Mario Bros. Wii. Haha. Na? Uhu. Und wir speichern. Natürlich speichern wir. Gut, das war der erste Teil. Die erste Welt von meinem neuesten Let's Play. Let's Play another Super Mario Bros. Wii. Ein Super Mario Bros. Wii Hack. Auf der Wii. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.